Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Unravel. Heute sind wir unten im Loch. Und was das genau bedeutet, das werden wir gleich sehen. Letztes Mal waren wir im Level entgleist, wo es um einen Zug geht. Naja, wir waren nahe den Schienen. Und heute wird es scheinbar noch ein bisschen industrieller, wenn ich mir das Vorschaubild so anschaue. Und die Stimmung allgemein ist ein wenig düsterer. Ah, kurz hingefallen. Oh, richtig heftiger Donnerschlag. Autsch, das war laut. Muss aber auch für einen Kleinen sehr, sehr erschreckend sein. Schaut euch mal die Bewegung an, also die Animation von ihm. Wie schön er sich mit den Armen an den Körper fasst. Weil er signalisiert, dass ihm kalt ist. Ja, und ich glaube, die meisten Leute mögen Regen nicht. Auch nicht unbedingt das Angenehmste, bei so einem Unwetter zu laufen. Aha, wen führt die Polizei da denn ab? Okay, da könnte ich irgendwie hochspringen. Ich muss aber schauen, dass ich irgendwie das Gewicht halte. Ja, da haben wir eine Dose. Und wir haben den nächsten Checkpoint erreicht. Geht's da noch weiter hoch? Das sieht so aus. Ah, oder auch nicht. Schade. Ich habe mit einem Geheimnis gerechnet. Übrigens auch vielen Dank für das Aufschreiben der ganzen Geheimnisse, wo man die findet und wie vor allem. Ah, Moment. Hier oben ist doch sicher noch etwas. Da habe ich, glaube ich, irgendeinen roten Schimmer kurz gesehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah, doch. Scheinbar täuscht mich alles. Na, zu spät gedrückt. Schade. Oh, direkt drüber gekommen. Ha. So kann man einen Zaun auch überwinden. Ich glaube, da hätte ich sogar mehr Schwierigkeiten als Jani. So, hier kann ich quasi auch ein Trampolin bauen, aber ich kann nicht wirklich springen damit. Aber meine Hoffnung besteht auch eher darin, dass ich mit der Verbindung hier rechts eventuell ein Trampolin basteln kann. Aber das bringt leider nichts, schade. Etwas?
laufe noch mal kurz weiter. Ja, das sieht alles nicht so einladend aus. Was gab es hier? Gab es irgendeine Seuche? Denn das sah so ein bisschen nach Quarantänezustand aus. Oh oh. Schnell hoch. Puh, geschafft. Oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Schnell weg hier. Nein. Ja, gut. Drunter geblieben. Puh. Das war ja knapp. Oh. Hey. Na, kann ich da nicht runterspringen? Oh oh, oh oh, nein! Nein! Puh. Also man kann sich auch drüber schwingen, aber man kann es auch so machen, wie ich es mache. Was natürlich sehr gefährlich ist, aber es funktioniert. Jetzt muss nur noch die Szene mit den beiden Fässern hinhauen. Okay, ich sollte mich vielleicht doch ein bisschen drüber schwingen. Das wäre vielleicht eine etwas sicherere Variante. Einfach um Jarni ein bisschen zu entlasten. So, schaffen wir das? Jawohl! Nein, und ich schieb die Flasche wieder rein. Juhu! Das nächste Geheimnis ist gelüftet. Ich bin mir sicher, in diesem Level habe ich auch schon eins verpasst. So nicht geschafft. Aber jetzt. Juhu! Na okay, wie kriegen wir das Fass denn runter? Ach schade, ich dachte, da könnte ich durchlaufen. Ja okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier erstmal... Na! Verbindung herstellen. So. Die Flasche rausziehen und hochziehen. Was jetzt? Ach herrje. Okay. Nein! Das war nicht so clever. Ach, Moment. Ich kann doch sicher die Flasche als Floß benutzen. Das wäre kein schlechter Gedanke. Ist die Flasche schon drüben? Ah, okay, cool. Ich wollte hier nämlich eigentlich eine Brücke bauen. Oh. Puh. Ah, okay, mit diesem Trampolin kann ich jetzt sicher hochspringen. Oder? Aber mit Sicherheit auch nicht hoch genug. Okay, mal ganz kurz überlegt, wie komme ich denn da hoch? Das ist wieder nicht so einfach.
Moment, passt es, wenn ich hier... Ach, jetzt habe ich die Verbindung erst gelöst. Ich dachte, ich hätte sie schon gelöst. Okay. Ach, doch, ich komme hoch. Okay. Ja, ich musste einfach nur genug Schwung haben und mich hier dran festhalten. Okay, dann binde ich uns hier mal fest, ehe wir hier weiter hantieren. Okay. Okay. Oh nein! Ach Mist, ich dachte, wir werden lediglich zurückgeschleudert. Aber nein. Das Ding haut uns direkt weg. Ach cool auch, dass gewisser Fortschritt gespeichert wird. Okay. Okay, da habe ich mich jetzt ein bisschen ungeschickt angestellt. Ist auch noch nicht vorgekommen in diesem Let's Play. Also bis jetzt war ich absolut profimäßig unterwegs. Das war jetzt der erste Fehler. Haben wir nicht an dem einen oder anderen Puzzle ein paar Minuten gesessen? Oh, gerade so noch geschafft. Okay, jetzt bin ich safe. Ja, jetzt sind wir so richtig safe. Okay, jetzt können wir dort rüber. Die Frage ist nur, was hat dieses eine Fass hier zu bedeuten? Irgendwie traue ich dem Braten nicht. Es gibt zwar keinen Braten, aber ich traue ihm trotzdem nicht. Oh, ganz, ganz knapp. Okay, ich muss zusehen, dass ich auf einem der Fässer lande. Okay, gut. Gut, 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 gut. Jetzt vorsichtig. Oh, Mann. Komm schon. Schaff es, Jarni. Ja, nein. Och, Mann. Auf dem letzten Meter. Na gut, auf dem letzten Zentimeter eher. Es ist ja Jarni. Ah, okay, wir müssen die wieder lösen, die Fässer. Ich dachte, das wird jetzt auch eventuell gespeichert. Oh, hier mal kurz Knoten reinmachen und rüber geschwungen. So, und jetzt... Ohne Probleme. Geschafft. So, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz hier hoch. Ich löse den Faden hier. Wie immer einfach nur für den Fall, falls wir ein bisschen Faden am Ende noch bauen sollten. Warum hat er sich jetzt abgeseilt? Warum hat er sich jetzt abgeseilt? Jetzt. Super. Okay, schön. Geschafft. Nochmal geschafft. Und nochmal. Und jetzt. Yes. Geschafft. Und jetzt bitte nochmal diesen Sprung. Perfekt. Ah, hier kann ich noch hoch. Das muss ich irgendwie anders erreichen. Ja, gut. Ja, man sollte auch vielleicht nicht jedes Geheimnis erfahren. Aber man kann es probieren. Ganz kurz. Was passiert, wenn ich das jetzt so mache? Nichts. Ach, schade. Ja, gut. Ich habe ja schon gesagt, ich werde es wahrscheinlich damit eine Komplettlösung machen. Oder mit den von euch gegebenen Tipps. Moment. Mit dem Floß kann ich doch jetzt sicher auf die andere Seite nochmal. Ja, super. So, und falls wir es nochmal brauchen sollten, kurz rübergeschoben. Kann ich nicht. Aber ich kann
immer wieder drauflaufen und weglaufen. Klappt das auch? Nicht ganz. Oh oh. Oh, nicht schon wieder Steinbruch hier. Holpriger Weg hier gerade. Er sieht auch so traurig aus, wenn man sich seine Mimik mal ansieht. Es ist echt unglaublich, wie man einen Faden so charakterisieren kann. Das ist wirklich grandiose Arbeit. Also künstlerische Gestaltung. Wow. Oh. Was ist jetzt los? Ich habe das irgendwie kommen sehen. Oh Gott. Was hätte ich denn da tun sollen? Da kommt plötzlich der riesige Fels. Cool. Okay, ich muss mich beeilen. Schnell rüber. Aber da kommen jetzt noch welche. Ja, gut, bin ich ein bisschen sprachlos. Kann ich mich irgendwie ducken, weil... Okay, ich bleib hier irgendwo... Och, komm. Ach, ich muss währenddessen rüberspringen. Okay, ergibt Sinn. Okay, ergibt Sinn, ergibt Sinn. Ich muss mich auf einen Felsen bewegen und dann rüberspringen. Und dann am besten nochmal direkt wieder rüber. So in etwa. Oh nein, jetzt kommt der große Fels wieder. Okay, gut. Der hat uns nicht wieder erwischt. Puh, Glück gehabt. Beziehungsweise so, dass wir weiterkommen. Da ist ein roter Knopf. Den drücken wir doch. Okay, noch passiert nichts. Muss ich erst hier hoch? Ah, es sieht so aus. Ja, und dafür brauche ich den kleinen Block. Oh, das war nicht beabsichtigt. Ah, vielleicht war es gut. Ah, wie cool. Ah, das ist ja cool. Direkt zwei Sachen hintereinander, die man hier gemacht hat. Und ich bin mir sicher, dass es gar nicht mal so schlecht war, das zu tun. Außer das Runterspringen hier. Ah, da ist ja noch was. Hier ist doch noch was. Irgendwo vielleicht ein Geheimnis oder so. Vielleicht kann ich irgendwas mit der Leiter machen. Oh, Tatsache. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh, ganz knapp. Puh. Oh Gott, wie komme ich denn jetzt wieder zurück auf die Leiter? Das kann ja heiter werden. Kann ja Leiter werden. Nein! Ach komm, wenn das jetzt wirklich die letzte Chance war, das Geheimnis zu bekommen, dann wäre es ja schon ein bisschen blöd. Ja, wir kriegen es noch hin. Wir schaffen das. Yes! Mit viel Schwung und viel Karacho und wir haben es geschafft. Juhu! Okay, dann können wir hier auch unsere Spuren verwischen. Nicht, dass wir irgendwas Illegales getan hätten.
Und dann plötzlich, oh oh. Ach so. Die Frage hier ist wiederum, ob wir hier jetzt wieder überall einen Knoten dran machen müssen. Nee, müssen wir nicht. Müssten wir nicht. Oh, da unten ist jetzt alles geladen. Das ist nicht so gut. Ich wusste doch, dass wir irgendwas nicht so Gutes gemacht haben. Ah, okay. Okay, irgendwie muss ich den Block rüberkriegen. Frage ist wie. Ja, das war absehbar. Okay, den ganzen Part hier oben haben wir ja schon gemacht. Ah ne, es gibt keinen Strom. Ach, schade, schade, schade. Okay, muss ich nochmal kurz überlegen. Wie sollen wir das denn machen? Also, jetzt haben wir den Strom angeschaltet. Ab jetzt wird's gefährlich, unten. Jetzt haben wir auch die Steckdose reingetan. Den Stecker in die Steckdose. Also ich brauche die Box nicht, um hier wieder hochzukommen. Ich kann die hier hin verschieben und dann kann ich mich hier hochziehen. Das Blöde ist, jetzt bringt mir die Box aber auch nicht viel. Ich müsste irgendwie das Kabel trennen. Okay, habe ich genug Zeit, um da rüber zu kommen? Sobald er ein bisschen über dem Fass dahinter ist, sobald das Fass ein bisschen über dem Fass dahinter ist, fällt es wieder runter. Okay. Nee, das wird timingtechnisch nicht hinhauen. Ja, echt blöd. Knifflig. Nee, auch nicht. Okay, das ist gerade echt schwer. Also ich rate jetzt mal ganz blind in den Raum, dass die Ketten nicht umsonst, da bin ich mir zumindest sicher, dass die Ketten nicht umsonst auseinandergebrochen sind. Die Frage ist jetzt nur, warum sind sie auseinandergebrochen? Weil das sind eigentlich zwei Ketten und, also davor war es eine Kette, jetzt sind es zwei Ketten. Schön. Ich meine, ich kann auch keine direkte Verbindung hier mit irgendetwas herstellen. Was mir im Entferntesten auch nur weiterhelfen könnte. Oder übersehe ich etwas? Nee, das sieht nicht gut aus. Das war sehr, sehr schwungvoll. Also,
Moment, vielleicht mit ein bisschen Anlauf. Ich weiß nicht, ob die Entwickler sich das dann so vorgestellt haben oder ob ich das einfach, ja, einfach so löse. Na. Nee. Ich begreife auch irgendwie das System hier nicht. Kann ich die Steckdose wieder rausziehen? Ich probiere das gleich mal.